Leider gibt es bis zum heutigen Tag unzählige versklavte Menschen, nicht zuletzt auch im Sudan. Ein Reporter hat eine Sklavin im Sudan interviewt, als sie 20-jährig war. Sie war schon als Baby entführt worden, als ihr Dorf im Südsudan überfallen wurde von Arabern. Und sie wurde zusammen mit ihrer Mutter versklavt, während der Rest ihrer Familie getötet wurde. Sie gab an, dass sie oft misshandelt wurde, vergewaltigt und auch beschnitten. Sie wurde an einen alten Mann verheiratet, der sie aber später wieder verkauft hat. Sklaverei hat aber nicht nur mit Afrikanern zu tun, sondern auch mit Europäern. So wurden unzählige Europäer von anderen Europäern an Araber verkauft oder auch direkt von Muslimen entführt und versklavt. So ging es zum Beispiel dem französischen Theologen Vincent von Paul. Er wurde im Jahr 1605 von Türken überfallen und zusammen mit anderen Leuten entführt, versklavt, auf einem Sklavenmarkt in Tunis verkauft. Er wurde dann einige nach etlichen Jahren wieder befreit und darum ist sein Schicksal auch bekannt geworden. Und noch aus einem anderen Grund. Er hat später ein Werk begonnen zur Hilfe, humanitären Hilfe an bedürftige Menschen und gilt als einer oder der Hauptinitiator, also indirekt, von Caritas. Und das ist natürlich besonders interessant, denn Caritas hilft ja gerade auch vielen Asylanten aus dem Nahen Osten, wo eben Vincent van Paul eines Tages, sagen wir vor langer Zeit, versklavt war. Sklaverei gab es also nicht nur in Afrika, nicht nur in Amerika, nicht nur in Europa. Es gab sie auch unter Indianern, unter Asiaten, an fast allen Orten auf der Welt, bei fast allen Völkern. Und wahrscheinlich hat sie sich deswegen so verbreitet, weil man sie eigentlich als etwas Gutes empfand. Nach einem Krieg, und Kriege gab es ja immer, hatte man nämlich die Wahl, die besiegten Völker oder Soldaten zu töten oder sie weiterleben zu lassen. Und wenn man sie weiterleben ließ, dann ist es klar, dass man sie nicht wie jemand, der zum Volk selber, zum eigenen Volk gehört, behandelt, sondern dass man sie halt dann minderwertig behandelt, sie auch ausnutzt. Und so hat man das fast wie ein humanitäres Werk gesehen, dass man sie nicht tötet, sondern eben versklavt. Sklaverei gab es auch im alten Israel. Tatsächlich war das Volk der Juden ja selber ursprünglich versklavt in Ägypten bei Pharao und diese Erinnerung hat sie nie mehr losgelassen. Immer wieder wird darauf zurückverwiesen, ihr wart ja selber einst Sklaven in Ägypten. Vergesst das nicht. Und darum durften auch die Sklaven, die es zwar gab, aber sie durften nicht misshandelt werden. Wer zum Beispiel einen Sklaven misshandelte und wenn er ihm auch nur einen Zahn ausschlug, der musste ihn nachher freilassen. Man durfte auch nicht einen Menschen rauben. So steht es zum Beispiel in 2. Mose 21, 16. Man durfte nicht einen Menschen rauben und versklaven, man durfte höchstens Sklaven von anderen Völkern kaufen. Und man musste einen Sklaven auch am Sabbat freigeben. Also nicht nur die Juden selber, sondern auch all ihre Sklaven mussten am Sabbat ausruhen. Es gab also die Sklaverei, aber in einer gelinden Form, so sehr so, dass wenn ein Sklave
sich von seinem Herrn misshandelt fühlte, er das Recht hatte, zu fliehen und er durfte nachher nicht ausgeliefert werden. Das sind schon recht fortschrittliche Gesetze. Auch ein Jude konnte zum Sklaven absinken, und zwar dann, wenn er sich verschuldete. Dann wurde er zusammen mit allem, was er noch hatte, verkauft. Allerdings sollte er ausdrücklich als Bruder behandelt und im spätestens im sechsten Jahr wieder, am Ende des sechsten Jahres wieder freigelassen werden. Dazu sollte ihm sein Herr noch Dinge mitgeben, auch Tiere, um ihm einen Neustart zu ermöglichen. Und am Ende des 49. Jahres, eines jeden 49. Jahres, wurde ja jeder Familie das Land wieder zurückgegeben, das ihnen ursprünglich gehört hatte. Das Land ihrer Väter wurde wieder verteilt. Aber schon zuvor saßen auch in den Festen des Herrn, also bei religiösen Anlässen, saßen Sklaven und Herren nebeneinander, und damit wurde halt betont, dass sie zwar unterschiedliche Rollen haben im alltäglichen Leben, aber doch gleichwertig sind. Auch das Wort Sklave hat in der Bibel nicht diese abschätzige Bedeutung, die es zum Beispiel im Arabischen beinhaltet, denn sogar ein Nobler konnte sich Sklave nennen. Wenn er zum König ging, dann sagte er, ich bin dein Sklave. Und der König nannte sich selber auch Sklave eines höheren Königs, von dem er etwas wollte, eines mächtigeren Königs. Es ist nicht ein Wort, das einen Menschen für immer klassifiziert, sondern es drückt eher aus, dass dieser Mensch bereit ist, einem anderen zu dienen. Auch Jesus war ein Jude, aber er hielt natürlich keine Sklaven, noch lehrte er dies zu tun, ganz im Gegenteil. Er sah sich als Gesandt zu den Verachteten, zu den Niedrigsten, zu den Letzten, die er zu den Ersten machen wollte oder die er als die Ersten bezeichnete im Reich Gottes. Er kam auch, um am Kreuz für alle Menschen zu bezahlen und nicht nur jetzt für die Reichen, aber auch nicht nur für die Armen. In dem Sinn war er eigentlich schon ein früher Sozialist, der die Leute gleichwertig sieht. Und er war auch bereit, Sklavendienste zu tun, als er die Füße der Jünger wusch, was ja normalerweise die unterste Tätigkeit ist, die jemand tun kann. Und darum hat auch später Paulus geschrieben im Galaterbrief 3 und Vers 28, es gibt nun nicht mehr Juden noch Griechen, nicht mehr Sklaven noch Freie, nicht mehr männlich noch weiblich, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Und auch der Apostel Paulus, der nannte den Sklaven Onesimus seinen Sohn und seinen Bruder. Trotzdem praktizierte auch der christliche Westen später Sklaverei über Jahrhunderte und zum Teil auf sehr schlimme Art und Weise. Das ist eine Tatsache. Wir können darüber eigentlich nur staunen und uns verblüfft sagen, wie war das möglich? Nun, um fair zu sein zu unseren Vorfahren, müssen wir natürlich sagen, sie hatten das nicht selber erfunden. Sie hatten es gelernt von anderen Völkern. Nicht um sie zu entschuldigen, aber es ist eine historische Tatsache. Auch zu der Zeit gab es kein Volk, welches die Sklaverei prinzipiell ablehnte oder das Gefühl hatte, sie sei falsch oder lehrte, sie sei falsch. Wie wir schon gesagt haben, die Sklaverei wurde keineswegs nur in einzelnen Kontinenten praktiziert, sondern überall.
Sie war so sehr selbstverständlich, dass zum Beispiel die Sklaven, die einen Aufstand machten in Bagdad im Jahr 869 und 14 Jahre lang kämpften, um sich zu befreien. Da kamen etwa 1 Million Menschen ums Leben, manche sagen sogar 2 Millionen, niemand weiß es genau. Aber interessant ist, dass sie, diese Zansch-Aufständigen, dass sie selber dann diejenigen, die sie besiegten, versklavten während dieser Zeit. Also auch sie hatten nicht die Idee, die Sklaverei abzuschaffen, sondern einfach die anderen zu versklaven.